Freunde des Sports, was geht ab? Eine nagelneue Folge. Die Jungs von Straßensport machen schwere Sachen mit ihrem eigenen Körper und machen irgendwelche heftigen Sportübungen. Teil 1 des neuen Jahres. Wir sind in 2022, haben euch diesmal eine schöne In-House-Challenge mitgebracht. Also eine Challenge, die ihr hier bei uns im Gym erledigen könnt. Und wenn ihr in der Lage seid, unsere eigene Zeit zu schlagen, kriegt ihr von uns ein kleines Goodie. Im besten Fall auf jeden Fall kommt ihr auf die heftige Hall of Fame. Plus kriegt mindestens einen Proteinshake oder einen heftigen Fistbump von mir. Wir sind hier heute wieder zusammengekommen, um mit euch eine kleine, schicke Liegestütz-Challenge zu machen. Wir haben hier einen riesengroßen Sprungkasten. Der hat verschiedene Höhen insgesamt. 40, 60, 80 und 100 cm. Der geht auch nochmal in die andere Richtung runter. Der ist relativ lang, da kann man gut arbeiten drauf. Die jetzige Challenge sieht so aus, wir machen die kleine Schwester von der Hauptchallenge. Insgesamt sind 100 Liegestütze zu absolvieren. Wir starten vor der ersten Kiste in der Liegestützposition. Kirill und Basti werden hier gleich beide gleichzeitig gegeneinander antreten. Machen erstmal 10 saubere Liegestütze auf Bodenniveau und dann so gut wie es geht und immer unbroken auf die nächste Kiste. Wieder, ich habe 10 gesagt, 5 Liegestütze auf dem Boden, 5 Liegestütze auf der Kiste, 5 auf der nächsten, auf der nächsten, auf der nächsten. Die wird natürlich auch mitgenommen. Wieder eine Kiste, wieder eine Kiste, wieder eine Kiste. Ein Fuß Boden. Und da, meine Freunde, weil das nur 50 Wiederholungen waren, geht es natürlich wieder zurück. Also in Summe 100 Wiederholungen und die Jungs versuchen irgendwo unter 4 Minuten, will ich wenigstens sehen, also unter 4. Gerne 3,30. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Film ab, aufstellen, Sport frei. Ich bin größer als du. Geht schon eine Runde, ihr kleinen Mäuse. Achso, damit es noch mit rechten Ding zugeht. Und schön, ne? Brust. Damit du Bescheid wirst, hier haben wir unsere Stoppuhr. Brust auf dem Boden liegen, ne? Jo. Okay, und ja. Fünf kleine Dinger, es geht auf Kiste 2. Wir sind schon mal bei satten 10 Wiederholungen. Und das scheppert ja nicht mit deinem Brustkorb, wenn die klatschen immer noch auf den Kasten. Aber die Beine, die gönnen sich nicht die Butter vom Brot, die Jungs. Aber Leute, noch ist easy. Ihr macht euch Gedanken, weil ihr denkt, was ein Spiel gemacht ist, egal, was für den Hüften. Okay, die Jungs sind auf einem Meter. Das ist langsam, langsam bei den Jungs. Was ist da los? Das geht um, das klemmt. Das klemmt. Ja. Die erste Hälfte haben sie doch gleich geschafft. Okay, ihr seid schon bei 45 Wiederholungen, jetzt geht es runter zu 50. Ballern, bisschen ballern. Ja, was ist da los? Das sind 50 Dinge, was ist los? Gar nichts für euch, gar nichts. Langsam, ja, jetzt ist die nächste Zeit wieder angeklommen. Angeklommen ist es gut, das geht auf dem Rückweg zu. Komm, frei, bleibt schön fest. Ganz gut, ein paar kleine Liegestütze. Komm, easy. Wo ist denn meine Liegestütze? Komm, ihr Mäuse. Das ist so locker für euch, komm. Da habt ihr schon die Hälfte vom Rückweg geschafft. Easy. Das ist zu schwer. Komm, Jungs. Was ist da los? Halt die Rübe gerade. Komm, sind nicht mehr viel. 15 kleine Wiederholungen. Muss ich irgendwann ein bisschen besser nehmen, Mäuse. Was ist da los? Komm, Kieser, easy. Easy. Basti, was ist da los? Komm. Ich kann es doch nicht abziehen lassen von den Jungs. Die letzten 50 hier weg. Komm. Richtig runter mit euch. Komm. Der Basti hat ihn genascht. Ja, 2,25, 2,27. Ja, nein! Aber stabile Zeit, Jungs, da kann so, ich nicht reden. Ich werde das. Du hast geschummelt, hundertprozentig. Irgendwas ja, dahinter, das kann ich nicht sein. Das kann nicht sein. Ich habe zweimal mehr gemacht. Zweimal mehr geschummelt, ja. Muss ich die jetzt im Schneiden alle zählen? Ja, zweimal mehr geschummelt. Das muss definitiv Review, also es muss wie Videoproof, ja, also muss alles. Finish. Ich will muss alles geprüft werden. Okay. Ich habe echt gedacht, du hattest kurzzeitig die Nase vorn, aber am Ende, hinten raus, hat er dann geschwächelt. Ja, die letzten habe ich irgendwie noch rausgedrückt, aber es war schwierig.
Also, es war schwierig. Garantiert, das war schwierig. Ich wusste auch nicht, dass ich die in der Faust bekomme. Leute, kauft uns ein Merch. Kauft die Produkte, wir haben neuen Stoff. Geile Shirts hier. Hier, mit Hoodie. Alles dabei. Also mit Hoodie, mit Kapuze, auch, ne? Also mit Kapuze, ja. Mit dicken Armen, alles dabei. Die Arme sind mit innen gegriffen. Die kriegt ihr gerade. Hier, gibt's noch. Gibt's das Modell gibt's natürlich auch in schwarz, meine Freunde. Ja. Wir haben alles dabei und ihr unterstützt uns natürlich. Jede Mark, die wir mit diesem T-Shirt verdienen, die geht direkt an uns, denn wir haben sie produziert. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, ihr habt wieder Spaß gehabt. Es war nur eine klitzekleine Mini-Challenge. Es wird eine größere Reihe geben von mehreren Challenges, die bei uns in der Bude stattfinden, quasi unsere heftigen In-House-Challenges. Kommt gerne vorbei, das Studio ist bald auf. Nehmt euch den Dingen an und versucht uns zu schlagen. Jetzt sind wir knapp bei 2 Minuten 25, das war wirklich richtig krass. Das ist eine schöne Leistung. Das war ein neuer Rekord, ich war irgendwo bei drei, ne? War ich, ja. Nice, also das hilft auf jeden Fall, wenn man sich zu zweit battelt. Ja, wenn man sich battelt, ist heftig. Ja. Ja, aber du wirst auch langsamer, das heißt, auch wenn du bei 200... Die Hohen sind halt schwer, weil du halt gegenziehen musst, ja, weil du kein Gewicht hast, was sich runterdrückt. Ja, wir brauchen Griffe, ne? Ja, stimmt, Griffe. Muss schneller gehen, musst reißen können. Ja, es wird auch demnächst in Planung ist halt auch den einen oder anderen richtig heftigen Veranstaltungstag zu machen. Das heißt, heute ist der große Klimmzug-Challenge-Tag, heute ist der große Liegestütz-Challenge-Tag oder mal eine große Hangelstrecke. Also die Dinge, die wir in unseren Videos drehen, die könnt ihr natürlich auch gerne hier bei uns im Gym im Rahmen von einem großen Veranstaltungstag umsetzen, wenn Corona uns dann wieder machen lässt. Früher oder später wird es soweit sein. Also schaltet auch nächsten Sonntag wieder ein, wenn es heißt, in 2 Wochen gibt es das Video. Der nächsten Sonntag kommt keins. Alle 2 Wochen gibt es neuen Stoff von uns, hier auf diesem Kanal. Ja, in diesem Sinne, Rock'n'Roll, rettet die Aale, sportfrei. Ja.